Diese leckeren Kuchen gibt es in der Bäckerei Kuchentratsch. Hergestellt werden sie von Ihnen, Seniorinnen und Senioren, die dreimal in der Woche gegen die Langeweile zum Backen kommen und ihre Kuchen anschließend verkaufen. Ausgedacht hat sich das Konzept unter anderem Katrin Blaschke. Der typische Backtag bei Kuchentratsch sieht so aus, dass eine von uns, also entweder die Katharina, die Maxi, die Verena, die Anna oder ich, morgens um 8 hier ankommen und den Backplan schreiben. Auf dem Backplan notieren wir alle Bestellungen, die so eingegangen sind bei uns. Und sozusagen alle Kuchen, die bestellt worden sind bei uns, dann überlegen wir uns, welche Oma backt welchen Kuchen am besten oder welche Oma hat auf welchen Kuchen am meisten Lust, teilen die Kuchen so auf, richten die Butter her, tun die Öfen vorheizen, bis dann die Omas kommen, spätestens um 9. Und dann starten wir mit den Omas. Die Omas schauen sich auf dem Backplan an, welche Kuchen sie heute zu backen haben und legen dann los. In der Regel backen die Omas zwischen 6 und 8 Kuchen in ihrer Backschicht. Und dann backen die Kuchen, tratschen und haben Spaß und gehen nach 4 Stunden ungefähr wieder nach Hause. Wir räumen dann hier auf, putzen, tun die Kuchen einpacken, bis dann der Opa Hans oder der Opa Peter kommen und die Kuchen abholen und zu den verschiedenen Cafés oder zu den Privatkunden bringen, je nachdem, wer eben bestellt hat. Und dann hoffen wir, dass wir um 18 oder 19 Uhr hier auch Feierabend machen können. Für die Omas und Opas, die auf Minijob-Basis angestellt werden, ist es aber nicht nur eine Art Beschäftigungstherapie. Das Backen bedeutet für sie auch Freunde treffen, tratschen können und neue Tricks lernen. Wir fühlen uns einfach noch nicht auf dem Alterssitz. Wir möchten noch was tun. Und zu Hause fällt einem die Decke auf den Kopf und immer bloß putzen mag man auch nicht. Täglich gehen hier 30 bis 60 Bestellungen ein, die die Senioren dann abarbeiten. Doch natürlich hat auch jeder sein ganz eigenes Lieblingsrezept. Ich persönlich esse eigentlich sehr gerne mit Mürbteig und Sauerkirschen. Mitbacken kann jeder, der Freude am Backen hat und bereits Rentner ist. Besonders beliebt macht man sich als Neuling bei den anderen Senioren mit dem ein oder anderen Geheimrezept. Hier in der Backstube von Kuchentratsch geht es zu wie am Fließband, während hinter mir noch fleißig gearbeitet wird, werden vorne im Verkaufsraum die köstlichen Kuchen schon verkauft. Ja, und ganz nach dem Motto, ein Leben ohne Kuchen ist zwar möglich, aber sinnlos, werde ich mir jetzt auch noch ein Stück gönnen.